Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Fernbus-Simulator. Wie angekündigt, machen wir natürlich jetzt eine neue Tour. Wir starten, weil wir jetzt gerade in Bonn sind, starten mal in Bonn, fahren über. Das hatten wir jetzt eigentlich alles. Köln können wir. Nehmen wir noch mit? Nee, fahren wir über Osnabrück nach Wilhelmshaven. Und dann können wir von dort aus in der nächsten Tour über Bremen, Hamburg nach Kiel fahren. Das ist, denke ich, eine ganz nette Strecke. So, die. Ach so. Das ist die 03. Kein Express. Wir speichern das Ganze. Und machen. Fortsetzen. Ups. So war das jetzt nicht gedacht. So, Bonn-Wilhelmshaven. Weiter. Genau. Schwierigkeit realistisch. Datum. Nehmen wir mal den. Gehen wir mal in. Auf den 30. November. Zeit. Da nehmen wir dann jetzt 20 Uhr. Das heißt, wir sollten bei Nacht unterwegs sein. Und probieren es mal mit dem kleineren Bus. Den hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. Und dann Spiel starten. Das war jetzt eine unerwartet schnelle Ladezeit. Ja. Es regnet. Ich würde sagen, wir gehen mal schnellstmöglich in den Bus. So, Tür machen wir mal zu. Starten wir mal, machen mal das Licht an. Z brauchen wir noch, genau. So, dann die Geschichte. Klimaanlage 22,5. Die Sachen können wir schon mal einschalten, dass sich unsere Fahrgäste da auch nicht beschweren müssen. Das passt. Das passt. So. Handbremse gelöst, Gang rein, Wischer an und auf geht's. Unsere erste Nachtfahrt. Ich bin echt mal gespannt. Da muss ich leider dazwischen. Tut mir ja fürchterlich leid. Aber ich habe Fahrgäste abzuholen. Es muss nur noch die Ampel grün werden. Vielen Dank. Ich habe schon wieder die Spiegel vergessen. Ist ein bisschen nervig, dass die sich jedes Mal abschalten. Wir müssen geradeaus.
so bei Nacht. Bonn. Bonn bei Nacht hat was. Auch da müssen wir geradeaus. Wäre jetzt natürlich noch schön, wenn es nicht regnen würde. Aber ich denke, das ändert sich auf der Tour auch noch. Ich glaube, Fernlicht ist... Nein, das war nicht K. Muss ich, glaube ich, gleich in der Haltestelle noch mal kurz nachschauen. Hoppla. Naja, noch sind keine Fahrgäste drin, die sich beschweren können. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Steuerung, Fahrzeug. Klimaanlage, Lichtschalter hoch. Fernlicht ist aber, glaube ich, extra. Nicht? Gut, dann weiß ich das auch. Also mit L schaltet man es einfach hoch. Das ist die nächste Stufe. Gut zu wissen. Oh, das Tickethäuschen ist wieder da, nachdem man uns das ja gestern gemopst hat. So. Handbremse an, Motor aus. Und Türen auf. Und die rechten Luken. So. Dann gehen wir mal raus ins Nasse und suchen unsere Fahrgäste. Salut, ich hoffe, Salut. Ich bin hier richtig. Das hoffe ich auch. Ich kann es dir gleich sagen. So, Düsseldorf. Ich glaube nicht. Nee. Ach, nee, jetzt. Echt? Echt. Hi, Sie wollen Hi. Bestimmt mein Ticket sehen. Richtig. Auf geht's. Ich sehe dich dafür fast überhaupt nicht. Tag, das Ticket, bitteschön. Dann Kiel. Mein Fehler. Tag, fahren Sie in meine Richtung? Ja. Sehr freundlich. Tag, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja. Sehr freundlich. Hallo, bitte sehr. Hallo. Vielen Dank. Bitte sehr. Ciao, fahren Sie in meine Richtung? Ja. Auf geht's. Grüezi, ist das gültig? Ja. Danke. Sehr freundlich, aber nein, danke. Warum nicht? Hallo, ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Nach Wilhelmshaven. Danke sehr. Bitte sehr. Sehr freundlich, aber nein, danke. Schade. Hat die mitgekriegt, dass Mahlzeit. Ich fahre? Bin ich hier richtig? Ja, vielen bist Dank. Du? Ist schon okay, ich nehme einen anderen Bus. Grüezi, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Dortmund. Die haben mir echt das falsche Ticket gebucht. Du hast doch gar kein Ticket. Servus, fahren Sie in meine Richtung? Ciao. Ja. Grüezi, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Osnabrück. Hammer, ja. Ich muss es nur finden. Danke sehr. Bitte sehr. Hallo, hier ist mein Hallo. Ticket. Hallo. Danke. Bitte. Haben wir jetzt alle? Keine Sorge, ich komme schon klar. Fehlt noch irgendjemand?
Nein, will ich nicht. Nein, wir haben Saale. Gut. Abfahrt ist wann? 20.02 Uhr. Das heißt, wir gehen auf eine Minute vor Abfahrt. Ich gehe mal ins Trockene. Willkommen, die Herrschaften. So. Lichter. Fahrgastlicht. Ah, da kann ich auch meine Lampe ein- und ausschalten. Okay. So, 20.02 Uhr war, glaube ich, Abfahrt. Richtig. Jetzt müssen wir also noch ein bisschen warten, aber wir können in der Zeit schon mal die Türen schließen. Den Bus starten. Oh, es regnet nicht mehr. Das ist doch gut. 20.02 Uhr, Abfahrt. So, meine Spiegel habe ich noch. Handbremse lösen wir, Gang machen wir rein und stürzen uns ins Abenteuer. 300 Kilometer. Das muss ich aber mal gucken, das schaffen wir, glaube ich, in der heutigen Folge nicht mehr. Ankunft 23.36 Uhr. Da müssen wir nach links. Das wird sogar grün. Das finde ich ja hervorragend. Nochmal nach links. Wunderschöner Sternenhimmel. Ah, da war das Busdepot eingezeichnet, okay. Kann man den vielleicht sogar nach seiner letzten Station dorthin bringen? Das müsste ich mal ausprobieren. Wäre ja noch interessant. Das wäre echt noch interessant. Hier dürfen wir 80. Es ist. Also momentan würde ich sagen, ist das vom Abblendlicht her okay. Ich habe also schon Let's Plays gesehen vor dem letzten Update. Da war die Nachtfahrt wirklich. Es wäre vorne jemand und würde Teelicht ins. In die Dunkelheit halten. Spannend wurde es vor allen Dingen bei Bergauffahrt, weil sich der Lichtkegel nicht angepasst hat und es war wirklich zappenduster. Da bin ich mal gespannt, wie das gelöst wurde. Oder ob das Problem auch noch besteht. Ob es. Es geht jetzt leicht bergauf, wenn ich das so sehe, glaube ich. Sie haben das gelöst. Hier jetzt 100 zu fahren, ist ein bisschen Harakiri. Deswegen mache ich es auch gar nicht erst. Und Köln. Ich sag ja, Bonn hat keine Autobahnauffahrten. Das Haltestellenschild stand jetzt auf der Straße, oder? Oh, wir müssen. Du
tunlichst darüber. Noch tunlicher bei grün oder gelb halt. Geradeaus dürfen wir nicht. Oh, der Kölner Dom beleuchtet, ist auch schön. Nett gemacht. Ist, glaube ich, auch seit dem oder im letzten Update nochmal verbessert worden. Oder auf jeden Fall irgendwie geändert worden. Ich weiß es nicht, in welcher Hinsicht. Da ich es ja vorher nicht kannte. Vor dem Update. Was ist das da hinten für eine weiße? Soll das der Mond sein? Sieht etwas merkwürdig aus. Rechts darf ich nicht, geradeaus darf ich nicht. Dann würde ich doch sagen, wir fahren nach links. Ist eine gute Idee, oder? Was meint ihr? Kilometer haben wir noch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so weit auseinander liegt, aber okay. Zwei Spuren geradeaus. Ich bin mal gespannt, wie die Ampel das jetzt löst. Ob die beide noch gleichzeitig grün kriegen oder ob es tatsächlich erst die eine, dann die andere. Bei reiner Abbiegerspur kann ich es ja verstehen. Oh, die Brücke. Herrlich. Ah, beide gleichzeitig grün. Perfekt. Also so Nachtfahrt hat schon was. Sieht toll aus mit der Beleuchtung, muss ich sagen. Haben die Entwickler gut hingekriegt. Mir gefällt's. Okay, er macht es ja eigentlich richtig. Ihr dürft nicht in die Kreuzung einfahren. Aber ich habe die Befürchtung, er fährt dann jetzt gleich einfach bei Rot los. Ach, das ist der Spiegel. Ich dachte gerade, was ist das für ein krummes Gebäude? Aber das ist ja mein Spiegel. Da ist das okay, wenn das so verbogen ist. Es verschmilzt nur so mit den Fenstern da unten drunter. Und wir müssen weiter geradeaus. Ich bin froh, wenn wir gleich auf der Autobahn sind und dieses Ampelhops, diese Ampelhopserei endlich aufhört. Es geht einem nämlich in der virtuellen Welt genauso auf den Sack wie in der realen Welt. Tesla-Werbung. Für die Autos oder für was anderes? Ich weiß jetzt nicht, ob die Autos das einzige Produkt ist oder einzige Firma, die Tesla heißt. Und interessant wäre natürlich auch, zahlen die Firmen für die Werbung hier im Spiel? Oder wurde die halt einfach mal integriert? Oh, wir müssen auf die Spur.
Das ist natürlich ganz toll, wenn man sich in die falschen anstellt. So, und wir haben Rot. Und ich würde sagen, wir stoppen die Folge hier an dieser Stelle. Ich sage schon mal danke fürs Mitfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fahrt auch weiterhin mit. Morgen dann. Und in diesem Sinne, tschüss, bis morgen.